Und wieder geht es auf wie auf die Sommerkuppel. Eigentlich schon ja eine tägliche Fahrt. Ich muss hier gerade mal aufpassen, dass das nicht so schnell wird. Hoch zu den Großen, Maske aufsetzen. Wenn ihr euch wundert, was ich hier neben am Elm habe, ich bin nämlich gerade wieder mal am Experimentieren, weil ich habe mir überlegt, warum gibt es eigentlich keine Gegensprechanlage für den Fahrradhelm beziehungsweise auch für den Reithelm. Klar, beim Reiten hat man natürlich ganz seine Ruhe, aber ich finde es ab und zu schon mal ganz praktisch, wenn man sich ein bisschen besser unterhalten kann. Fürs Motorrad gibt es so Dinge ja schon lange. Ich habe jetzt leider keine Hand frei, um es zu zeigen. Das heißt, das Ganze ist über Bluetooth verbunden. Und man hat hier halt ein kleines Mikrofon und einen Kopfhörer. Und so kann man sich dann mit dem anderen unterhalten, egal wie weit er jetzt in dem Moment weg ist. Also, wenn euch das näher interessieren sollte, mache ich da gerne nochmal ein separates Video drüber. Schreibt mir es auf jeden Fall in die Kommentare. Ach, wieder heil oben angekommen. Lass mal den Helm mit ab. Hallo? Hallo, Schnuffer. Hallo, ihr kleinen Schnuffers. So. Alles wieder an die Seite. Das hält natürlich hier auch nicht so, wie es soll. Dann legt man da drauf. Muss natürlich alles genauestens gerichtet werden. Hallo, na, ich noch was? Wie ist es bei euch? Schön, sehr schön. Und alles gut bei euch? Ist alles gut bei euch? Ich ziehe euch jetzt die Masken auf. Ne? Ja, wir ziehen jetzt sofort die Masken auf. Okay? Sieht sofort die Maschen auf. Blumen fliegen. Denkt man immer, es wird besser, aber momentan immer noch keine Besserung sicht. Deswegen sofort Masken aufsetzen. Und wie immer Masken erfolgreich aufgezogen. Geh jetzt gerade mal ein Stück hoch. Also langsam macht mir also diese Trockenheit wirklich ja, Sorge, richtig große Sorge, weil wie man sieht man nicht mehr so besonders viel, wo wir jetzt hier noch relativ ja, viel stehen haben, aber es wird eng, das wird dieses Jahr richtig eng. Wir gehen nachher noch mal runter auf die Hauskuppel, weil die sieht noch viel schlimmer aus. Da ist eigentlich überhaupt nichts mehr von der Grasnarbe so zu erkennen. Und hier, ja, also wie auf dem Mond. Und das Schlimme dran ist ja, dass die echt für die nächsten Wochen erstmal keinen Regen gemeldet haben. Also das ist wirklich beängstigend. Schreibt mir es mal in die Kommentare, wie es bei euch aussieht. Würde mich mal interessieren, weil ich weiß, also im Süden unten, da regnet es wahrscheinlich wieder zu viel. Im Osten dann auch wieder zu viel. Und hier in der Mitte einfach viel, viel zu wenig. Gehe ich jetzt hier den Zaun gleich mal ab. Sieht man auch hier wieder Kunststoffpfosten. Die biegen sich halt schon mit der Zeit in alle Richtungen, hauptsächlich in die Richtung, wo sie überhaupt nicht stehen sollten. Und dann gibt es natürlich hier immer so ein bisschen lapprisches Band. Das heißt, das hängt dann so ein bisschen durch. Und das sollte man dann möglichst schnell auch wieder beheben. Hier oben sehe ich auch einen. Den werdet ihr wahrscheinlich jetzt nicht sehen, aber der ist auch komplett schief. Kann natürlich sein, dass da auch wieder ein Wildschwein oder was ähnliches durchgehuscht ist und vielleicht seine Körperausmaße nicht ganz so einschätzen konnte und eben hängen geblieben ist. Ja, sonst sieht es gut aus. Alles Palettli. Und da hat man dann doch immer wieder so eine Sorge weniger, weil ich mache mir da immer Gedanken, oh je, nicht, dass irgendwo vielleicht der Zaun kaputt ist, man merkt es nicht. Nee, aber hier alles soweit grünen Bereich. Das heißt, ich kann jetzt hier wieder durch die Shetty. Ja, haben wir eigentlich noch gar keinen Namen für, ne? Für die Shetty Sommerweide. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob euch was einfällt. Weil eigentlich ist es ja auch eine Insel. Aber Shetty Sommerinsel. Jawohl, hört sich gut an, ne? Sommerinsel.
Könnte man es ja nennen. Aber schreibt mir es mal in die Kommentare, vielleicht habt ihr noch schönere Ideen. Hier ist jetzt auch momentan das Gras noch relativ hoch. Wir haben jetzt auch schon die Großen mal drauf gelassen, dass die nochmal hier irgendwo ja, das Grün und so rausfressen. Allerdings, wie gesagt, ist ja nicht mehr viel da. Ist jetzt eigentlich hier nur noch Heu, das hier steht. Die Äpfel dieses Jahr sind auch ja, sehr kläglich. Ich habe jetzt gerade einen Bericht gehört, dass das normal ist, wenn also ein Wahnsinnsapfeljahr war, dass dann im nächsten Jahr die Äpfel dann so aussehen. Huch, jetzt fällt auch noch ab. Wollten nicht abreißen. Also wirklich mickrig klein, die Dinge. Also gut wie gar nichts. Und dann hängen auch nur ja, ganz wenig drauf. Und die dann drauf hängen, sind meistens alle noch angestochen. Das sieht man hier. Ne? Also die sind hier schon komplett angestochen. Kann man eigentlich so überhaupt nicht essen. Aber gut, Apfelwein kann man draus machen. Das ist wichtig hier für die Region, dass der Apfelwein sprudelt. Was es dies Jahr extrem viel gibt, sind die Birnen. Ich weiß nicht, ob man die so erkennt. Ich will jetzt nicht wieder dran ziehen, dass es da so wieder abfällt. Also Birnen gibt es dies Jahr ganz, ganz, ganz viel. Ist eigentlich auch komisch, ne? Denkt man immer, Birnen und Äpfel sind irgendwie gleich, aber nein. Also die haben sich hier dieses Jahr wohl wohler gefühlt. Ja, und das ist natürlich dann hier auch für die Pferde bzw. Ponys eingefundenes Fressen, weil wenn dann doch so ein Äpfelchen runterfällt, ist dann Party. Yeah. Wir merken es momentan auch beim Ausreiten, dass man also, gerade wenn jetzt hier, wie gesagt, diese begehrten Leckereien auf dem Boden liegen, dass man da schon immer also sehr energisch eigentlich ums Weiterlaufen bitten muss. Weil sonst wird die Nash logischerweise ja den ganzen Boden leer fressen. Alles, was sie findet. Besondere Leistung, sich bergauf zu wälzen, braucht man doch wesentlich mehr Energie. Aber runter ging es dafür schneller. Okay. Gut, also geht's wieder nach unten, wie immer. Einmal abwärts bitte. Und wie gesagt, treffen wir uns gleich mal unten auf der Hauskuppel. Und ratzfatz sind wir wieder unten. Was es hier drin Neues gibt. Und wie gesagt, dann gehen wir mal runter. Ja, auch überall Mondlandschaft. Ich noch was? Eine kleine Süße. Und alles gut? Alles gut? Alles gut gleich? Wird das sein, ja? Ja. Schleichen wir mal runter. Also. Einmal abwärts bitte. Unten angekommen und hier, wie gesagt, unsere Sommerkoppe. Ganz erklären kann ich es mir ehrlich gesagt nicht. Ich habe als erstes mal logischerweise an Wildschweine gedacht. Die ist richtig die Grasnarbe, ja, richtig aufgehebelt. Also ist eigentlich nichts mehr da. Und so sieht es hier also immer so ja, stückchenweise aus. Also dann zwischendrin ist mal wieder was. Und dann kommt wieder so ein Plateau, wo komplett umgegraben ist. Und wir haben jetzt schon mal mit dem Jäger gesprochen, aber der meint Wildschweine eher nicht. Es könnte eventuell ein Dachs oder ein Waschbär gewesen sein. Keine Ahnung. Also ich kann es mir selbst nicht erklären. Wenn ihr vielleicht Tipps habt, wer sowas verursachen kann, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare.
Weil als hier bin ich ehrlich gesagt momentan so ein bisschen sprach- und ratlos. Die Bauern, die haben die Kühe auch schon drin und fangen an, jetzt schon die Winterreserve zu verfüttern. Also hätte man nie gedacht, ne, dass das also wirklich dieses Jahr nochmal genauso schlimm wird wie letztes Jahr. Aber gut, klar, wenn es natürlich nicht regnet, kann natürlich auch nichts wachsen. Hier, haben wir schon erwartet, gell? Haben wir schon erwartet? Nee, da kannst du nicht hin, Kaulchen. Das geht nicht. Das geht nicht. Das ist eine neue Drainage, die ich gebaut habe, dass das Wasser ein bisschen gezielter ablaufen kann. Nicht einfach so. Mal schauen, ob das funktioniert. Aber testen konnte es bis jetzt ja noch nicht. So, kommt am besten geht immer in Schatten. Weil dafür, dass es eigentlich heute Morgen so kalt war, ist es jetzt wieder recht angenehm kühl, muss ich sagen. Ich muss gerade mal gucken, was da hinten wächst. Das sieht ja ein bisschen komisch aus. Wächst auf der Shetty-Insel irgendeine Pflanze. Was wird denn das sein? Die ist da. Ist da noch nicht so diese komischen Beeren drin. Sieht sehr merkwürdig aus. Also, Botaniker unter euch. Was könnte das für eine Pflanze sein? Ich mache es jetzt auf jeden Fall mal direkt weg. Mal, wer weiß, was das ist.